Ja, in den Räumen des Japanischen Kulturinstituts in Köln ist eine sehr schöne Ausstellung zu sehen mit dem Titel Built Environment – An Alternative Guide to Japan. Also es geht auf Deutsch gesprochen um die gebaute Umwelt in dieser Ausstellung. Und zwar nicht nur um Architektur, sondern auch um Infrastruktur, Projekte und Landschaftsarchitektur. Das ist so in dieser Kombination einmalig und neu und auch sehr aufregend. Und drei Professoren aus Japan haben zusammen die Projekte ausgewählt, die in dieser Ausstellung zu sehen sind. Es sind fast 80 Projekte, die vom Norden in Hokkaido bis nach Okinawa ganz im Süden des japanischen Archipels reichen. Diese Ausstellung hat auch eine interessante Gestaltung von dem Architekten Kikuji bekommen. Hier sind eigentlich die zweidimensionalen Tafeln zu einem dreidimensionalen Objekt geworden, das selber steht wie eine Mini-Architektur. Und jeweils drei Tafeln präsentieren ein Projekt mit einem kurzen Text, typischerweise mit zwei Fotos. Das heißt, diese Ausstellungsgestaltung entspricht auch abstrakt, symbolisch gesehen, dem japanischen Archipel und den vier Hauptinseln Japans. Heute wollen wir einige der interessantesten und schönsten Projekte herauspicken und als Gruppe zu einem Thema gehörend kurz vorstellen. So bezeichnet man eine wichtige Architekturströmung in Japan in den 60er Jahren. Das Wort selber ist vielleicht erklärungsbedürftig. Es kommt eigentlich aus der Medizin und bedeutet Stoffwechsel. Und diese Information ist interessant, weil das Wort schon andeutet, worum es den Architekten dieser metabolistischen Bewegung im Kern ging, nämlich das extreme Wachstum, wirtschaftliche und Bevölkerungswachstum, das Japan in den 60er Jahren erlebt hat, mit den Mitteln des Stoffwechsels in der Architektur gewissermaßen zu bewältigen. Das heißt, berühmte Architekten wie der Vater der japanischen Moderne, Tange Kenso, und einige seiner Schüler an der Todai und später auch Mitarbeiter im Büro, wie zum Beispiel Maki Fumihiko oder Kurokawa Kisho oder auch Isosaki Arata, haben diese Gedanken des Metabolismus weiterentwickelt. Und im Metabolismus geht es im Kern darum, die Mittel der Vorfertigung zu nutzen und von der Produktion von Räumen, so als seien sie Karosserien, die in einer Fabrik vorzufertigen sind, zu lernen, so wie Henry Ford das im Automobilbau am Fließband weltweit zu großem Erfolg gebracht hat. So hat man in den 60er Jahren, als auch die Raumfahrtbegeisterung zum Zeitgeist gehörte, versucht, diese Mittel der Vorfertigung auch auf die Architektur anzuwenden und wettergeschützt in einer Halle unter einem Dach Raumkapseln vorzufabrizieren, dann per LKW an die Baustelle zu transportieren, per Kran einzuhängen und dann mit einem vor Ort gefertigten, also in situ gefertigten Erschließungsturm zu verbinden. Und es gibt eigentlich kein Projekt, das diese Denkweise schöner demonstriert als der berühmte Nagakin Capsule Tower. Und hier kann man gleich schon mal eine Präsentation sehen, dieses weltberühmten Gebäudes am Südrand der Ginza gelegen. Ein Werk von dem Architekten Kurokawa Kisho, einem der berühmtesten Schüler von Tange Kenso. Und bei dem Nagakin-Kapselturm verhält es sich genau so, dass zwei Türme vor Ort gefertigt wurden, die Treppen, Fahrstühle und Leitungen aufnehmen. Und darin, wie eingehängt, sind insgesamt etwa 140 Einraum-Apartments, solche Kapseln, wie man sie aus der Raumfahrt damals auch kannte. Und jeweils eine Kapsel ist ein Mini-Apartment, kleiner als 10 Quadratmeter groß, etwa so breit wie ein Bett, also etwa 2 Meter breit. Damals natürlich topmodern, Sony-Farbfernseher, ein eingebautes Wandtelefon, eine kleine Whisky-Bar ist sogar hier oben noch im Schrank versteckt und ein kleiner Sekretär. Und links im Bild sehr schön zu sehen, eine sogenannte Nasszelle. Das ist so eine vorgefertigte Dusch- und WC-Zelle. Hier sieht man meine Aufnahme von dem Nagakin Capsule Tower in den 60er Jahren. Die Hochautobahn und das Gebäude sind
zeitgleich gebaut worden. Und in den 60er Jahren, als die japanische Volkswirtschaft florierte, Japan sich nach dem Krieg als friedliebende und demokratische und prosperierende Gesellschaft der Welt präsentierte, im Zuge der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1964. Dass solche Gebäude wie der Nagakin-Kapselturm finden sich bis heute in jedem Buch über die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Leider ist das Gebäude heutzutage in sehr schlechtem Bauzustand und vom Abriss bedroht. Aber es gibt so eine Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass dieses Gebäude erhalten wird. Und eigentlich legt das Konzept des Metabolismus ja nahe, dass man mit dem Lösen von nur 4 Schrauben pro Raumzelle auch gegebenenfalls diese Kapseln austauschen könnte gegen neue. Ja, wenn es um den Bauzustand geht, dann könnte ich gleich zu einem weiteren Projekt dieser Zeit übergehen. Das ist das Konferenzzentrum in Kyoto, in der alten Hauptstadt von Japan. Ja, vielleicht im strengen Sinne kein metabolistisches Gebäude, aber von dem biografischen Hintergrund und auch von der Architekturauffassung, von dem Zeitgeist her, gehört unbedingt auch das ICC, das Internationale Kongress- und Konferenzzentrum von Kyoto, diese Gruppe der metabolistischen Gebäude, das Meisterwerk von dem Architekten Otani Sachio, einem der berühmtesten Schüler von Tange. In Deutschland speziell bekannt vielleicht auch als der Ort, in dem das sogenannte Kyoto-Protokoll unterschrieben wurde, wo sich erstmalig in der Geschichte der Menschheit die führenden Nationen der Welt dazu verpflichtet haben, genau quantifiziert ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Also für die Geschichte der Umweltpolitik hat dieses Gebäude auch eine besondere Bedeutung. Der Architekt Otani hat hier sich an der Architektur der japanischen Minka-Häuser orientiert und hat eigentlich die Tektonik des Holzbaus in den modernen Stahlbetonbau übersetzt. So kann man das formulieren. Solche Detailpunkte, wie man sie hier zu Hunderten in diesem wunderbar erhaltenen Gebäude aus den 60er Jahren sehen kann, die rühren eigentlich ursprünglich aus der Logik und aus der Tektonik des Holzbaus. Man sieht hier beispielhaft einen Blick in den großen Konferenzsaal, den größeren der beiden Hauptsäle. Und man sieht auch, wie liebevoll gestaltet die Vorräume und Foyers sind, wo man bequem sitzen kann, wo man wie auf Moos in einem japanischen Garten gehen kann. So ist die Assoziation des Architekten gewesen. Denn man sagt, bei einer großen Konferenz ist es nicht nur wichtig, zu hören und zu sprechen in den großen Sälen, sondern mindestens genauso wichtig ist auch das informelle Treffen im Foyer vor einer Veranstaltung, in der Pause oder danach. Deswegen hat der Architekt auch sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, die Foyers so zu gestalten, dass man da zwanglos ins Gespräch kommt. Ja, und von Tange Kenso war schon die Rede. In vielen Ländern der Welt hat er interessante Werke hinterlassen. Die wenigsten wissen vielleicht, dass er selber aus einer kleinen Stadt namens Imabari stammt und hat dort tatsächlich auch mehrere Gebäude entworfen und hinterlassen. Auf der Insel Shikoku gelegen, ist in Imabari ein Bürgerzentrum entstanden, das insgesamt aus 3 Gebäuden besteht. 2 sind in der ersten Bauphase gebaut worden und eines hinterher. Die Gebäude werden auf Englisch City Hall, City Assembly und Public Hall genannt. Also es sind im Kern Rathäuser und städtische Kulturzentren. Und diese Gebäude ergeben zusammen so als Ensemble das städtische Zentrum von Imabari, einer kleinen Stadt, die in den 60er Jahren eben städtebaulich und architektonisch von ihrem berühmten Sohn, dem Meisterarchitekten Tange, dieses Zentrum geformt bekommen hat. Ja, vor einigen Jahren hat sich ein schreckliches Seebeben, gefolgt von einem Tsunami, vor der Küste von Nordost-Japan ereignet. Die sogenannte Tohoku-Erdbeben hat speziell eine Stadt fast vollständig zerstört, die Onagawa heißt. Und in diesem kleinen Städtchen hat der berühmte japanische Architekt Ban Shigeru für die japanische Bahngesellschaft JR einen neuen Bahnhof entworfen, auf einem Hochplateau gelegen, etwa 9 Meter über dem Terrain des ehemaligen Bahnhofs, sodass dieser Bahnhof, sollte sich eines Tages wieder mal ein Tsunami ergeben oder ereignen, dieser Bahnhof besser geschützt sein.
Und Banshi Gedo ist speziell in Deutschland natürlich berühmt als der Architekt des japanischen Pavillons auf der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover, wo er zusammen mit dem Pritzker-Preisträger aus Deutschland, Frei Otto, Wann selber wurde dann ja auch Pritzker-Preisträger später, eine sehr schöne Struktur entworfen hat, die aus Pappröhren ein Dach formt. Und das erwähne ich, weil auch bei diesem JR-Bahnhof in Onagawa speziell das Dachtragwerk besonders schön und besonders interessant ist. Es ist ein Gitter, ein gekrümmtes, in beiden Richtungen gekrümmtes Gitter aus Holz, das mit einer Plane bespannt ist. Und durch diese weiße Plane dringt Licht, so wie es durch eine Shoji dringen würde. Also ein milchiges, konturloses, schattenloses Licht dringt in diesen kleinen Regionalbahnhof. Und auf diesem Bild kann man etwas Ungewöhnliches sehen, was man als Deutscher vielleicht in einem Bahnhof nicht erwartet, nämlich ein öffentliches Bad, ein Sento-Bad, wie man es eigentlich traditionell in Japan in jedem Quartier findet. Und dieses öffentliche Sento-Bad befindet sich im ersten Obergeschoss dieses kleinen Regionalbahnhofs, um dieser kleinen, schwer gebeutelten Stadt Onagawa so einen kleinen Attraktionspunkt zu geben und sie wieder in die nationale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur des Landes einzubeziehen. Japan ist ja das Land mit der besten Bahninfrastruktur der Welt. Und gerade für solche Städte, die es wirtschaftlich schwer haben und denen viele Bewohner verloren gegangen sind und die gerne junge Leute auch wieder in die Gemeinde locken möchten, das ist ganz wichtig, auch verkehrlich gut angeschlossen zu sein mit einem attraktiven Bahnhof mit Zusatznutzen. Ja, dieses Gebäude heißt Hirosaki Krematorium. Hier geht es um eine Architektur des Todes und eine Architektur des Abschiedes. Hier kommen Familien hin, um an der Trauerfeier von verstorbenen Angehörigen und Freunden teilzunehmen. Und der Architekt dieses Hauses, Maekawa Kunio, hat hier einen interessanten Entwurf in der Stadt Hirosaki abgeliefert, wo sich sozusagen die Welt der Lebenden und das Reich der Toten architektonisch begegnen, und zwar mit dem Mittel eines Gartens. Die beiden Erschließungsrouten sozusagen des toten Körpers und der Angehörigen treffen sich im Zentrum des Hauses in einem Garten, symbolisch. Maekawa Kunio ist uns bekannt als der berühmteste japanische Schüler und ehemalige Mitarbeiter von Le Corbusier, als der Architekt natürlich des Tokyo-Bunker-Kaikan-Gebäudes, einer der führenden Architekten schon in den 50er und 60er Jahren und auch berühmt geworden als Museumsarchitekt. Und der Zufall will es, dass das japanische Kulturzentrum Köln sich in direkter Nachbarschaft zum Museum für ostasiatische Kunst in Köln befindet. Ein Meisterwerk von demselben Architekten, Maekawa Kunio, der schon als ehemaliger Mitarbeiter von Le Corbusier in Paris als Museumsarchitekt sich profilierte und eben in Köln und vor allen Dingen auch in Tokio mit dem Bau des Museums für westliche Kunst und dem städtischen Kulturzentrum im Museumspark Ueno von Tokio zwei berühmte Museen in Japan in den 60er Jahren geschaffen hat. Ja, Hiroshima ist eine Hafen- und Marinestadt und direkt am Meer, am japanischen Setouchi, dem Binnenmeer, auf künstlichem Neuland gelegen, befindet sich eine Müllverbrennungsanlage. Normalerweise würde man denken, eine nötige städtische Infrastruktur, die nicht typischerweise die Aufmerksamkeit von weltberühmten Architekten auf sich zieht. Aber im Bezirk Naka-ku von Hiroshima ist das Gegenteil der Fall. Einer der berühmtesten japanischen Architekten, nämlich Taniguchi, eigentlich berühmt als Museumsarchitekt, speziell natürlich der Erweiterung des Museums of Modern Art in New York, aber auch des Museums für Horiuchi-Schätze im Ueno Museumspark von Tokio, hat hier eine Müllverbrennungsanlage so gestaltet, dass sie zu einer städtischen Attraktion für Besucher wird. Hier das Bild zeigt sehr eindrücklich, wie der Vorgang der Müllverbrennung und Sortierung zuvor durch Glasfassaden zu verfolgen ist und so ästhetisch gestaltet. Kritiker haben tatsächlich von einem sogenannten Museum of Garbage gesprochen, so als sei dieses Gebäude gewissermaßen ein Museum des Mülls. Hier können sich also junge Leute über die Müllverarbeitung und Müllverbrennung informieren
und Familien einen Ausflug zu diesem Gebäude planen. Man sieht hier, wie die Yoshima Dori durch das Neubauviertel auf der künstlichen Insel im japanischen Binnenmeer führt und das Gebäude genau an der Stelle, wo die Straße auf die Achse trifft, eine gläserne Passage hat, sodass man bei Zufahrt auf das Gebäude direkt geradewegs durch das Haus hindurch schaut und dann auch spaziert hier entlang dieser gläsernen Passage und dem faszinierenden Funktionsweisen dieser Müllverbrennungsanlage zuschauen kann. Ja, wenn man vom Flughafen Narita nach Tokio fährt, dann kann man fast gar nicht anders, als durch die Stadt Chiba zu kommen und in der Nähe der Tokyo Bay, also am Wasser, eine interessante Neustadt zu sehen namens Makuhari Shintoshin, eine Neustadt, die große Wohngebiete und vor allem auch große Universitäten und große Konzernzentralen miteinander vereint, auf einem Gelände, das dem Meer abgerungen wurde. Hier befanden sich ursprünglich Strände und durch die Aufschüttung von Neuland ist hier der Bau eines ganzen neuen Stadtviertels möglich geworden. Speziell natürlich auch berühmt durch die Makuhari Messe. Tatsächlich verwendet man in Japan auch das deutsche Wort Messe, ein Werk des Architekten Maki Fumihiko. Diese Messehallen sind in Deutschland speziell bekannt, weil da die große Automobilmesse veranstaltet wird, die für viele Deutsche von Interesse ist. Und jetzt im Sommer wird man auch von dem Gebäude hören, denn dort werden mehrere Sportwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2021 stattfinden, unter anderem die Fechtwettbewerbe, wo die Deutschen sich immer Medaillenhoffnungen machen. Ja, traditionell befand sich das Zentrum der verarbeitenden Industrie im Westen von Honshu in Japan. Aber mit dem Keihin Kogyo Chitai, großen Industrieareal an der Grenze zwischen den beiden Millionenstädten Yokohama und Tokio, hat sich eigentlich das Gewicht in der Industrie in der japanischen Geschichte Anfang des 20. Jahrhunderts stark nach Osten, also in das Kanto-Becken, hin verlagert. Der Name Keihin, für uns so vielleicht nicht lesbar, setzt sich tatsächlich aus den Silben von Yokohama und Tokio zusammen. Auch die berühmte Industriestadt Kawasaki gehört zu diesem großen Industriegürtel zwischen den Städten. Und diese Neulandgewinnung für Gewerbe ist das Werk von einem berühmten Entrepreneur namens Asano-san, dem sogenannten König der Zementindustrie in Japan in den 1910er und 1920er Jahren, also grob gesagt vor 100 Jahren. Es ist ihm gelungen, eine ganze Firmengruppe zu entwickeln, zu der Werften, petrochemische Firmen, eine berühmte Brauerei, Eisenbahngesellschaften und natürlich Zement- und Baufirmen gehören. Und man sieht hier auf den Bildern speziell, wie die petrochemischen Industrieanlagen durch ihre Beleuchtung und teilweise auch durch ihre Schornsteine eine so faszinierende Skyline, wenn man so will, schaffen, dass der Keihin Industriepark tatsächlich auch als Aussichtspunkt Qualitäten hat. Ja, die Präfektur Yamanashi ist berühmt für ihr gutes Obst und auch den guten Wein. Und so ist es kein Zufall, dass in dieser Präfektur ein sogenannter Fruchtpark gebaut wurde von einer berühmten japanischen zeitgenössischen Architektin namens Hasegawa Itsuko. Und sie hat als Attraktions- und Ausflugspunkt drei gläserne Gewächshäuser entworfen, von denen aus man einen schönen Blick in die Gemüseanbautäler genießen kann, sogar an klaren Tagen den Fuji-san, den heiligen Berg von Japan, in der Distanz sieht. Und diese drei gläsernen Gewächshäuser, eins ist der sogenannte Wanpaku-Dom und das Obstzentrum, da kann man nicht nur Früchte verspeisen und genießen, sondern man kann auch mit Kindern und mit Familien dort spielen und sich informieren über den Obst- und Gemüseanbau. Und architektonisch sind diese drei Schwestern sozusagen die Varianten eines derselben Themas. Man könnte sagen, es ist ein Beispiel für eine Architektur parlante, also eine sprechende Architektur, denn die Architektin Hasegawa-san hat sich von der Beschaffenheit von Pflanzensamen inspirieren lassen. Und die drei Gebäude werden so nacheinander typischerweise entlang einer Promenade präsentiert, dass sie die verschiedenen Stadien eines aufkeimenden Samenkorns assoziieren lassen.
Japan ist ein Archipel und besteht aus einer Vielzahl von bergigen Inseln. Und es gibt 4 Hauptinseln, von denen in diesem Fall 2, nämlich die Hauptinsel Honshu und Shikoku, mit einer ganzen Serie von tollen, vom Ingenieursstandpunkt aus spektakulären Brücken miteinander verbunden sind. Wie hier bei diesem Honshu-Shikoku-Brückenprojekt ist dies auch das Werk von den japanischen Baukonzernen, die für diese fantastischen Brückenbauwerke, Tunnel, Flughäfen und dergleichen überall in Japan flächendeckend verantwortlich sind. Und das politische Ziel, das gewissermaßen dahinter steckt, ist, dass sich nicht alles nur auf die beiden großen Ballungsräume Kansai und Kanto konzentrieren soll, sondern dass im ganzen Land auf allen 4 Hauptinseln die verkehrliche Erschließung gut sein soll. Denn bei dieser Brücke handelt es sich um eine kombinierte Eisenbahn- und Autobahnbrücke und dass alle Präfekturen Japans gut erschlossen sind. Ja, warum sollten immer nur prestigeträchtige Hochbauten von berühmten Architekten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit finden? Wie Theater oder Museen ist es nicht viel wertvoller und viel schöner, wenn auch alltägliche Gebäude und sogar Infrastrukturprojekte liebevoll gestaltet werden. Und dafür gibt es fast kein schöneres Beispiel, was den Wasserbau betrifft, als den Hokusui-Damm. Ein Beispiel aus den 30er Jahren, also aus der Kriegszeit, wo der Ingenieur Yasuo Ono mit sehr viel gestalterischem Raffinement sozusagen die unterschiedlichen visuellen Eindrücke, die Wasser haben kann, in die Gestaltung dieses Damms übersetzt hat. Man sieht hier Wasser natürlich zunächst mal als sozusagen transparente Materie, wird durch die Luftbläschen zu einem weißen Schaum, der sich dem Betrachter präsentiert. Und durch die Gestaltung des Damms im Schnitt und durch die Profilierung zeigt diese Gestaltung also das Wasser in seiner Schönheit. Ja, ein wichtiges Thema ist natürlich bei jeder Diskussion von Baukultur und gebauter Umwelt in Japan der Einfluss des Westens. Eigentlich müsste man bis zur Meiji-Restauration in den 1860er und 1870er Jahren zurückgehen, als Japan sich nach jahrhundertelanger Isolation der westlichen Welt gegenüber öffnete, auch dem Architektur- und Ingenieurwesen gegenüber und aktiv über Stipendiaten in Preußen, in Großbritannien, in Nordamerika und in anderen Ländern Einflüsse der westlichen Architektur auf sich hat wirken lassen. Für meine Auffassung ungleich eleganter verbunden. Hashokan-Gebäude von dem Architekten Tsutemi Hiroguchi, ein Ausflugslokal aus den 50er Jahren, also aus den ersten Nachkriegsjahren, wo eigentlich auf abstrakte Art die westliche Bautechnik mit den traditionellen japanischen Architekturelementen für mein Auffassen sehr glücklich verbunden wurde. Ono Taut hatte ja in Anbetracht der Katsura Rikyū schon festgestellt, dass der japanische Skelettbau und der modulare Aufbau auf dem Maß der Tatami-Matten und der nicht funktionsdeterminierte Grundriss schon Elemente sind, die man eigentlich sowohl in der modernen Architektur westlicher Prägung als auch in der traditionellen Architektur in Japan finden kann. Und von daher lassen sich diese Bezüge vielleicht sehr schön artikulieren, wie hier bei diesem Hashokan genannten Lokal in einem herrlichen Garten gelegen. Ja, zum Thema Ost und West, moderne westliche Ingenieursbaukunst und japanische Architektur. Kobe, berühmt als vielleicht mit Yokohama zusammen als eines der Eingangstore des Welthandels. Und so ist es kein Zufall, dass die großen Schifffahrtsgesellschaften von Japan, wie zum Beispiel die Mitsui Ocean Line, ihre Verwaltungssitze, die Reedereisitze an der Wasserkante von Kobe auch im modernen, internationalen, kosmopolitanen Stil gestaltet haben. Und das Hauptgebäude Schifffahrtsgesellschaft Mitsui ist bis heute ein schönes Beispiel dafür, wie auch die moderne Haustechnik der modernen Architektur ihren Rahmen fand. Hier sind zum Beispiel erstmalig moderne Personenaufzüge verbaut geworden. Und das Gebäude ist eine moderne Stahl-Skelettkonstruktion. Sieht man dem Gebäude so von außen hinter der Steinfassade zunächst mal gar nicht so an.
Aber das war eine gute Nachricht, denn bei dem verheerenden Hanshin-Erdbeben in Japan hat sich dieses Gebäude als eines der resilienteren herausgestellt und hat das Erdbeben weitgehend unbeschadet überstanden. Ja, diese kleine feine Ausstellung in den Räumen des Japanischen Kulturinstituts in Köln ist sehr gelungen, weil sie eigentlich einen modernen Blick auf ihr Sujet wirft. Nicht ausschließlich geht es hier um die Höhepunkte der japanischen Architektur und Architekturgeschichte, sondern es wird auch ein Blick geworfen und gelenkt auf die Gebäude des täglichen Lebens, auf die städtischen und ländlichen Infrastrukturen.